Guten Tag, meine liebe Schülerinnen und Schüler. Wie geht's euch? Heute haben wir unsere erste Lektion im zweiten Semester. Unser Lehrbuch ist Planet 2. Lektion 19. Wir haben heute eine Wiederholung über die Körperteile. Die Körperteile. Ihr habt schon die Körperteile gelernt, ja? Was ist das? Das ist ein Gesicht. Artikel von Gesicht ist das, das Gesicht, das Gesicht. Und das ist Körperteile, der Körper, ja, der Körper. Zuerst, was gibt es im Gesicht? Ja, was gibt es im Gesicht? Es gibt Auge. Ja, was bedeutet Auge? Was bedeutet Auge? Auge. Ja, das ist Auge. Was ist Artikel von Auge? Die Farbe grün. Die Farbe hier ist grün. Artikel von Auge ist das. Das Auge. Ja? Was ist Plural von Auge? Plural von Auge ist Augen. Ja? Artikel von Plural. Die. Die Augen. Das Auge, die Augen. Ja? Und? Gibt es auch? Es gibt Ohr. Ja? Was bedeutet Ohr? Ohr bedeutet Ehe. Das Ohr und Plural von Ohr ist Ohren. Ja? Plural von Ohr ist Ohren. Ja? Was gibt es auch im Gesicht? Es gibt einen Mund. Ja? Welche Farbe ist das? Das ist blau. Artikel von blau? Ja, Artikel von blau ist der. Der Mund. Ja, der Mund. Der Mund. Was gibt es im Mund? Im Mund gibt es Zähne. Ja, im Mund gibt es Zähne. Ja, was ist Singular von Zähne? Singular von Zähne? Der Zahn. Der Zahn und Plural die Zähne. Ja? Die Zähne. Was gibt es auch im Gesicht? Es gibt Nase. Ja? Was bedeutet Nase? Das ist die Nase. Und die Farbe hier ist rot. Was ist Artikel von rot? Artikel von rot? Die Nase. Artikel von Nase, die Nase. Ja, klar? Sehr gut. Und das ist Kopf. Ja? Alle hier sind Kopf. Ja? Kopf bedeutet Head. Ja. Der Kopf. Der Kopf. Der Kopf. Und unten hier. Unten hier gibt es Hals, ja? Hals, der Hals, der Hals, der Hals. Ja, noch einmal, der Hals. Ja, jetzt der Körper. Jetzt der Körper. Das heißt Oberkörper, Oberkörper. Ja, das ist oben. Oberkörper. Dieses Wort ist neu für euch. Bitte sprich noch einmal. Oberkörper. Oberkörper. Ja, und es gibt auch ein neues Wort. Ein neues Wort. Was ist das? Ja? Das ist Schulter. Ja, was bedeutet Schulter? Das ist Schulter. Ja? Der Schulter. Der Oberkörper. Ja? Die Farbe hier ist blau. Also, der Artikel ist der. Der Schulter, der Oberkörper. Diese Wörter sind neu für euch. Ja. Und hier, es gibt ein neues Wort. Was ist das?
Das heißt Brust. Ja? Das heißt Brust. Was bedeutet Brust? Brust bedeutet, dieses Pfeil ist Brust. Ja? Artikel von Brust. Die Farbe hier ist rot. Also der Artikel? Ja, die Brust. Sehr gut. Die Brust. Das ist die Brust. Der Schulter. Der Oberkörper. Ja? Gibt es etwas neu für uns? Ja, es gibt auch ein neues Wort. Was ist das? Ja, was ist das? Singular, das ist der Fuß. Ja? Der Fuß. Der Fuß. Was ist Plural von Fuß? Plural von Fuß. Plural von Fuß. Füße. Füße. Ja? Der Fuß, die Füße. Es gibt ein neues Wort hier. Ja? Im Fuß gibt es 5 Zehen. Im Fuß gibt es 5 Zehen. Wir haben 2 Füße. Wir haben 10 Zehen. Ja? Zehen. Was bedeutet Zeh? Zeh bedeutet Tu. Der Zeh. Der Zeh. Das ist der Zeh. Plural von Zeh. Zehen. Das ist Plural. Ja? Plural von Zeh. Zehen. Dieses Wort ist neu. Bitte sprich nach. Zeh. Der Zeh. Die Zehen. Wir haben 10 Zehen. Ja? Noch einmal. Der Schulter, der Oberkörper, der Brust, ja, der Fuß, die Füße, das ist alt, aber das ist neu. Der Zeh und die Zehen, ja. Wir haben auch ein neues Wort. Welches Wort haben wir? Welches Wort? Knie. Ja, was bedeutet Knie? Knie. Dieses Teil heißt Knie. Was ist Artikel von Knie? Ja, das Knie. Noch einmal. Das Knie. Warum das? Die Farbe hier ist grün. Das Knie. Das Knie. Ja? Also, was ist das? Singular, das Bein. Ja? Das Bein. Das Bein. Das Bein. Was ist Bein? My leg. Das ist Bein. Was ist Plural von Bein? Plural von Bein. Beine. Plural von Bein, Beine. Also, das Bein, das ist das Bein. Und das sind 2 Beine. 2 Beine. Wir haben 2 Beine. Ja? Was haben wir auch? Wir haben auch Rücken. Was ist Rücken? Ja? Was ist Rücken? My back. Das ist Rücken. Artikel der Rücken. Ja? Noch einmal. Der Rücken. Der Rücken. Der Schulter. Der Oberkörper. Das Knie. Der Zeh. Die Zehen. Das sind die neuen Wörter. Ja? Also, wir haben auch die Hand, ja, die Hand, ja, was ist Plural von Hand, was ist Plural,
Der, die Hand und die Hände. Das ist mein Hand. Ich habe zwei Hände. Ich habe zwei Hände. Und was ist das? Das ist Arm. Was ist Plural von Arm? Plural von Arm? Arme. Ja, Plural von Arm. Arme. Ja, im Hand haben wir Finger. Ja, was haben wir im Hand? Finger. Singular ist Finger. Was ist Plural von Finger? Plural von Finger sind Finger. Ja, also der Finger, Plural die Finger. Ja, der Finger, die Finger. Die Hand, die Hände. Die Hand, die Hände. Der Arm, die Arme. Ja, was haben wir auch in Körperteile? Wir haben Bauch. Ja, das ist mein Bauch, mein Stomach. Der Bauch. Der Bauch. Der Bauch. Und es gibt auch etwas. Was ist das? Das ist der Po. Der Po. Der Po. Ja, das ist die Körperteile. Ja. Was ist neu hier? Die neuen Wörter hier noch einmal. Die Brust. Das Knie. Ja. Der Schulter. Der Rücken. My back. Und der Oberkörper. Der Oberkörper. Ja. Der Zeh und die Zehen. Der Zeh und die Zehen. Ja? Bitte lerne gut die neuen Wörter. Lerne gut und studiere gut die neuen Wörter. Die neuen Wörter sind im Buch, ja? Hier, Seite 16 und Seite 17. Bitte lerne die Vokabeln sehr gut. Lerne die Vokabeln sehr gut. Ja. Und also, was ist unsere Hausaufgabe? Die Hausaufgabe, Seite 15 und 16. Ja, ich schreibe an die Tafel, die Hausaufgabe, Seite. Ja, Seite 16 und 17. Ja, Seite 16 und 17 plus die neue Vokabel lernen. Ja, die neue Vokabel lernen, bitte. Ja, noch einmal die Hausaufgabe. Seite 16 und 17, ja? Und die neue Vokabel. Vielen Dank für heute, meine liebe Schülerinnen und Schüler. Und bis nächstes Mal.